Hallo, Servus und Moin, Moin, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Hunter Call of the Wild. Wir sind noch in der All Maps Challenge und sind mittlerweile gelandet hier auf Silverridge Peaks, wo wir heute neun Tierarten zu jagen haben. Okay, da hinten haben wir schon ein paar Gabelböcke gefunden. Die Klassen haben wir von 1 bis 9, allerdings nicht alles vertreten. In der Klasse 1 haben wir die Truthähne. Dann haben wir eine kleine Pause und geht weiter mit der Klasse 4. Sprich, wir haben unser Loadout heute hauptsächlich auf die Klassen 4 bis 9 ausgerichtet. Die Virant ist die für die Truthähne gültige Waffe. Ich habe hier keine Flinte mit, weil die Virant reicht mir da eigentlich. Dann von 4 bis 8 die Sasa, und für die Bisons haben wir dann nochmal die 300er mitgenommen, die wir allerdings auch schon für Schwarzbär und Wapiti benutzen können. Dementsprechend, ich könnte mir noch ein Nachtglas mit einpacken, aber das brauche ich jetzt im Moment zumindest noch nicht. Wir schauen einfach erstmal, was wir jetzt hier so finden. Schöne an Silverridge, das ist mit dem Update also nicht geändert. Die Bedürfnisgebiete, die ihr hier vorher gefunden habt, die sind halt immer noch vorhanden. Da sollten wir mal hingehen. Die sind halt immer noch vorhanden. Und von daher habe ich jetzt zumindest den kleinen Vorteil, dass ich nicht komplett neu suchen muss, sondern schon die ein oder anderen Gebiete sowieso auf der Karte markiert habe. Der Gabelbock hier vorne, Maultier, wo haben wir Maultier? Hirsch war hier irgendwo noch. Wenn er nicht schon weiter marschiert ist, vielleicht haben wir mal Glück. Ich würde sagen, wir probieren uns hier mal an dem ollen Bock. Haben wir gut getroffen. Der fällt relativ sofort. Und wie ihr halt schon seht, hier die Bedürfnisgebiete sind alle noch vorhanden. Den wollen wir uns mal eben setzen. Jetzt wollen wir aber noch mal schauen, ob sich die anderen Tiere durch den Schuss sehr gestört gefühlt haben. Ja, ich gehe mal davon aus, ne? So wie es aussieht, haben wir erstmal nichts, aber wir bleiben noch ein bisschen hier, denn in der Regel, solange die noch in den Zeiten liegen, kommen die relativ schnell wieder zurück. Und das nutzen. Moment, was haben wir denn hier? Schaust du an. Da haben wir nochmal Maultier, hier schon eine Masse. Ansonsten hier noch mal runter in der Richtung schauen.
da habe ich noch mal einen Hochsitz gestellt. Ich glaube, das war auch für Maultierhirsche. Und da schaust du an, die laufen aber noch alle da so rum. Wollen wir uns den noch holen? Das Männchen eben rausschießen. Der ist zumindest der größte da. Auch der schnell gefallen. Das Weibchen weiß ich nicht gerade. Auch gefallen. So, erstes Tier. Den Gabelbock einmal in Lunge rechts, leicht von vorne. 52er Wertung. Damit haben wir dies Tier und werden sehen, dass wir uns eben auf dem Weg zu den Maultierhirschen machen. Da haben wir noch mal ein Fressgebiet für Gabelböcke. So, dann kommen wir hier also zu unseren Maultierhirschen. Einmal unser männliches Tier hier. Und hier vorne ist ja auch noch mal das Weibchen. Wir können aber eben hier schauen. Übrigens ist das schön hier bei The Hunter Call of the Wild, denn ich habe ja gestern dieses Russian Hunter mal angespielt und das ist so ein Katastrophenspiel, meine Lieben. Ich habe, glaube ich, nach einer Viertelstunde oder 10 Minuten aufgegeben, weil das, was da angepriesen war, bei weitem nicht erfüllt worden ist. Könnt ja gerne mal in die Playlist schauen, ist das vorige Video. So, hier vorne treibt sich also irgendwo ein Truthahn rum. Und den probieren wir dann jetzt mal ein bisschen zu locken. Schon irgendwo wollen wir dich ein bisschen näher dran haben. Wäre ja schick, wenn wir den noch mal ein bisschen näher kriegen. Okay, da macht er sich auf den Weg. Und wir haben unseren Truthahn und damit das dritte Tier. In Gold und braune Farbe, 4 Zweier ab 4,62 wären die ja gewesen. So, dann hatten wir hier vorne direkt einen Wapiti-Ruf. Schauen wir mal, ob wir den auch noch kriegen. Hey, aber da läuft unser erstes Wapiti. Metern.
So, zweiter Schuss gesetzt. Geht langsam runter. So, schauen wir mal, habe ich denn da in der Nähe noch irgendwie was? Nee, haben wir nicht. Also müssen wir laufen. Also müssen wir laufen. Und dann noch mal die Zeit an. Oh, ist der schön auch. Cooles Geweih. Der geht schnell runter. Den haben wir richtig gut getroffen. Und ich habe schon wieder vergessen, den Hund mitzunehmen. Habe aber auch keinen Bock, jetzt wieder zurückzulaufen. Da versuchen wir einfach mal unser Glück und gucken, ob wir die beiden finden. So, hier haben wir unser erstes Wapiti. In Bronze. Okay, das ist der, den wir zuerst geschossen haben. Und suchen dann jetzt mal den zweiten. Der ging ja relativ schnell runter. Und da liegt das zweite. In Gold. Goldig ist er. Nehmen wir an. Ob wir den einfach mal probieren, so als Spaßschuss. 250 Meter ist mal eine Herausforderung, ne? Und er fällt. Cool, freut mich. Den haben wir doch ganz gut hingekriegt. Und hier hinten hat sich schon irgendwo ein Bär gemeldet. Habe ich meine... Ja, den Hasen habe ich, glaube ich, bloß... Nein, ich habe das Kids auch dabei. Wapiti brauchen wir auch nicht mehr. So, und so habe ich es halt wirklich ganz gerne. Lass uns hier nochmal eben... den Truthahn schon mal markieren. So habe ich es halt wirklich am liebsten. Kleines Gebiet, viele Tiere, viele verschiedene Tiere halt. Und wenn wir da in unterschiedlichen Zeiten liegen, naja, dann liegen wir in unterschiedlichen Zeiten, ne? Aber da, die haben wir auch relativ gut umgekriegt. Ich weiß nicht, soll ich mir den auch noch holen? Nee, ich warte jetzt mal auf den Bären. Wobei, 9 bis 11, der müsste ja eigentlich schon die ja Potenzial haben, ne? Nein! Lass mal schauen, dass der erstmal ein bisschen verschwindet. Du stellst dich nicht direkt daneben, ne? Du stellst dich nicht direkt daneben.
Ist zwar kein Dreier. Aber zumindest könnte es einer sein, ne? Oh Leute, das ist doch Kacke. So, hat geklappt mit dem Waffenwechsel. Und so, holen wir uns erstmal den Truthahn da hinten. Schön in Gold. 4, 3, ab 4, 6 wieder hier. So, und da haben wir die beiden gleich nebeneinander liegen. Da mussten wir ein bisschen tricksen, nämlich erst mit der Verand auf den Truthahn und dann schnellen Waffenwechsel und auf den Bären schießen, bevor auch nur 4-3, okay, bevor der sich verabschiedet. Auch alles wunderbar. Lunge links, Lunge rechts, also Doppellunge dazu. So, und das wäre dann unser nächstes Tier. Mittlerweile hier an dem See, Banding Forest, nochmal ein Zelt aufgestellt. Denn hier haben wir Bisons und Dickhornschafe, die morgens ab 6:30 Uhr und die Bisons dann ab 10:30 Uhr. Und hier habe ich nochmal ein Gebiet, wo ein Puma-Trinkgebiet ist. Und da bin ich gerade hin unterwegs. Wäre halt das Ding, wenn wir hier den Dicky kriegen, der aber auch gerade abhaut. Dann hätten wir uns zumindest ein Tier für morgen wieder sparen können. Nicht der Fall, also geht das erstmal weiter. So, angekommen bin ich an unserem kleinen See. Ich kann es ja noch mal eben zeigen. Es ist allerdings 18:09 Uhr. Hier wird mir die Trinkzeit von 6:30 Uhr angezeigt. Aber hier sind tatsächlich Pumas. Auch jetzt um diese Zeit. Und den Achter, den will ich mir eigentlich ganz gerne jetzt schießen. 240 Meter. Versuchen noch mal ein bisschen näher zu kommen. Und solange die noch ruhig sind, können wir das ja machen. Der Wind ist okay, sag ich mal. Und hoffe auf jeden Fall, dass ich mir den jetzt nicht verschieße. So, dann müssen wir aber auch noch mal, oh, das wird ja richtig klasse, hier runterzukommen. Richtig schön hier in diesem Kessel.
Ja, diese 200 ist meine Lieblingsentfernung, die verschieße ich nämlich gerne. Sind auf jeden Fall noch. So, jetzt werde ich wohl nicht mehr allzu lange warten dürfen. Nein, nein, Leute. Bitte. Kann mir mal einer sagen, wieso nicht? Kann mir einer sagen, wieso nicht? Okay, einer ist gefallen. Auch wenn ich so irgendwie das Gefühl habe, den habe ich ganz klar verschossen. Und jetzt bin ich eigentlich ganz froh, dass wir den Hund dabei haben. So, hier vorne liegt er. Dann schauen wir mal, was es hätte sein können, ja. Bronze. Moment mal, das ist ein Dreier, das ist der gar nicht. Das ist der gar nicht. Ja. Nur. Oh. Wie Beute gefunden. Ach, hier ist er. Da, okay. Hast du gut gemacht, ja. So, unser Achter trotzdem verkackt. Denn selber wäre Gold gewesen, okay. Wären goldener gewesen in Grau. Nehmen wir an. Und dann war es zumindest nicht ganz so schlimm, dass wir das Zelt nicht dabei haben. Wir begeben uns jetzt hier wieder zurück an den See. Ich muss aber trotzdem mal schauen, dass ich noch mal versuche, ein paar Pumas zu jagen. So, dann haben wir hier schon mal ein Bedürfnisgebiet für ein Fressgebiet 8:30 Uhr bis 21:30 Uhr. Da grüßt uns ein Bison. Und hier haben wir ein paar Dickhornschafe. Meine Lieblingsentfernung wieder von 200 bis 250. Das sind Schwarzbären, hätten wir da auch noch mal. Den. Ach, viel zu hoch, viel zu hoch. Aber der zweite hat gesessen. Da vorne. Ja, der war doch ganz gut, so wie das aussieht. Ja, wunderbar. So, kleiner Orts- und Zeitwechsel. Wir befinden uns hier beim Swiss Valley, von hier oben am Außenposten Dickhornschaf. Haben hier an dem Jagdgebäude die Bergziegen von 9:30 Uhr bis 11. Da haben wir zwei Gebiete und da warten wir dann jetzt einfach mal drauf. Maultierhirsche sind hier auch noch irgendwo.
die sind noch nicht weg. Und da kommen aber auch schon die Ziegen an. Die Dickhornschafe gehen langsam. Und auch die Maultierhirsche. Dafür kommen die Ziegen. Liegen auf 300. Okay, Leute, das Mann Kacke ist mal wieder abgestürzt. So, der nächste Versuch. Und ich hoffe ja gewaltig, dass das Update mit den Bugfixes schnellstmöglich eingespielt wird. Also ein Ausfall hier auf Silver Ridge Peaks hatte ich bisher noch nicht gehabt. Und ich hoffe mal, dass meine Ziegen noch da sind. So, bei mir in der Nähe müssten auch noch welche sein. Maultierhirsche, ja, die verschwinden. Die können eigentlich los. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? So, ich will Ziege. Und die treiben sich darum. Und die treiben sich darum. Guckt euch mal die Herde an. Gut, viele Weibchen dazwischen. Aber die brauchen wir momentan ja auch nicht. Die sind nicht unser Ziel, sondern die Bergziegen. Die sich halt gut versteckt haben hier, ne? Ich versuche aber erstmal die. Ja. Der Versuch war halt, die aufzuschrecken. Was ich ja auch geschafft habe, ne? So, jetzt müssen wir nur schauen, haben wir da was? Haben wir da zumindest eins der Tiere erlegen können? Weiß ich nicht. Müssen wir gucken. Glaub schon, aber. Die Wapitis wollen wir auch nicht. Gehen sicherheitshalber mal auf die Seite nochmal. Die ist zwar ruhig, aber momentan noch ein bisschen zu viel in Bewegung. Ich will hier halt auf Nummer sicher gehen. Geht aber leider ohne Munition gar nicht so gut. Also ein Tier scheint gefallen zu sein.
Atrophienorgan beschädigt. Na gut. Könnte schlimmer sein, könnte regnen. Und hier setzen wir gleich wohl noch mal den Hund drauf an. Da vorne liegt er. Gutes Hund. Auf Bronze, nicht tödlich. Okay. So, lass mal eben checken. Ich muss mal eben mein schlaues Büchchen rausholen. Uns fehlt damit nur noch das Präriebison, denn wir haben Truthahn, Dickhornschaf, Bergziege, Gabelbock, Puma, Maultierhirsch, Schwarzbär und Wapiti geschossen. Heißt, wir warten auf unsere Bisons, da müssen wir nochmal wechseln, oder? Da müssen wir nochmal den Platz wechseln. Ziege. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich den See gefunden habe, den ich suche. Was? Jetzt ist er da hinten. Da hinten am anderen sind sie. Okay, müssen wir mal gucken, ob hier jetzt auch welche sind. Wenn nicht, dann bewegen wir uns halt ein paar Meter weiter, um die Challenge hier in Silver Ridge abzuschließen. Was sagt der Wind? Da sind die Objekte unserer Begierde für jetzt. Wobei ich den nicht unbedingt auf 300 Meter versuchen will. Da auch ein paar schöne Tiere zwischen, ne? Da würde ich auf jeden Fall gerne versuchen, so auf die 150 ranzukommen, weil sonst dauert das ewig, bis die fallen. Ich schätze auch, dass wir hier ein Weibchen schießen. Zumindest for now. Das noch. Na, du kommst mir doch gelegen. Jeder runter geht gut runter. Ja, die anderen lassen sich dadurch aber nicht stören. Trotzdem wollen wir unsere Waffe mal vorbereiten.
für alle Fälle. So, wo ist er? Da hinten? Nee, ne. So, glaube ich eigentlich gar nicht. Weil der lag ja eher bei 105. Wir gucken mal nach. Oh, da liegt er. Da liegt er. Das heißt, ob wir wollen oder nicht, wir müssen hier in die Höhle des Löwen. Vielleicht sollten wir sehen, dass wir die einmal zum Fliegen kriegen. Was mir lieber ist, als wenn die Aggro auf uns zugerannt kommen. So, zwei Tiere geschossen. Beide recht schnell gefallen, muss ich sagen. Von daher Tier 1, Silber 118er Wertung. Nehmen wir an. Und Tier Nummer 2 hier in Bronze mit einer knappen 30er. Aber okay. Silver Ridge Peaks gemeistert, Leute. Inklusive einem Absturz. Damit bleiben uns 1, 2, 3 Maps, die wir noch schaffen müssen. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen, liebe Leute. Wenn ja, lasst mir gerne eine Bewertung da. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal hier bei The Hunter Call of the Wild. Bis dann und bleibt gesund.